normal mit dem diskutieren können. Und das war auch gar kein Problem, dass der so jung war, weil er einfach tatsächlich die Kenntnisse hatte. Was auch noch relativ einfach nachvollziehbar ist, weil natürlich Kinder immer relativ schnell lernen und weil es natürlich zu dem Zeitpunkt für die Hackergruppe alles auch Neuland war. Also es ist nicht so, dass das irgendwie eine besondere Leistung sei, sondern wenn man natürlich zusammen von null anfängt, dann ist man irgendwie auch schneller auf demselben Level. Aber das ist halt so ein Beispiel, wo man sagen kann, dass das eben das Alter insbesondere kein Kriterium war, den zu einzuschätzen. Und so hat man das auch immer wieder gehalten und so ist es dann halt auch in die Hackerethik mit eingeflossen. Für den Aspekt mit Kunst und Schönheit, genau, da gab es auch ein Beispiel, da gab es einen, der hat quasi ein Programm geschrieben. Der Computer hat immer bestimmte Geräusche gemacht, wenn er gerechnet hat. Und je nachdem, was er gerechnet hat, hat er unterschiedliche Geräusche gemacht in verschiedenen Höhen. Und dann gab es einen, der versucht hat, quasi ein Programm zu schreiben, den so rechnen zu lassen, dass er Musik spielt. Weiß nicht, ich habe leider kein Beispiel dafür gefunden, ob man das irgendwie hätte erkennen können. Aber das waren halt so, sagen wir mal, eher kreative Nutzungen für Computer, die dann schon probiert wurden. Und das noch, bevor es irgendwie so Audio-Interfaces oder sowas gab. Ja, und natürlich sozusagen kulminiert alles in diesem letzten Punkt, Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Das ist natürlich im Grunde die ganze Grundphilosophie überhaupt des Hackens, dass man das als Positiven annimmt, dass da Technologie ist und dass man die erforschen kann. Ein bisschen entgegengesetzt zu dieser teilweise vorhandenen ja, Angst vor Technologie, die ja durchaus auch eine gesellschaftliche Rolle spielt. So, ja, das ist im Grunde die Hackerethik, wie sie aus der akademischen Hackerbewegung hervorgegangen ist. Da gibt es nun, ich habe schon zwei, habe schon eins genannt zumindest, da gibt es verschiedene Quellen, wo man auch noch so ein bisschen nachvollziehen kann, wie die quasi, wie sich das entwickelt hat. Das eine davon ist das Jargon-File. Das Jargon-File ist eigentlich eine Art Glossar für Begriffe, die so in der Hackerbewegung aufgekommen sind. Das heißt, da gibt es unheimlich umfassende Beschreibungen, warum so ein Begriff wie Hack beispielsweise gewählt wurde, was man damit assoziierte und warum das eventuell dann übernommen wurde. Und da gibt es verschiedene Begriffe und da gibt es aber auch einen relativ großen Teil Anhang, wo quasi so ein bisschen ja, so soziologische Einblicke und so ein bisschen Anekdoten erzählt werden, wie man dann dazu gekommen ist, was das Hacken ausmacht, wie man dazugehört teilweise auch, diese Aspekte beschäftigt. Ich habe eine Sache mal rausgesucht, weil die, glaube ich, heute immer noch ist, auch relativ aktuell ist beim Programmieren, dass man eben sagt, wenn man irgendwas sehr Komplexes hat, von dem man entweder nicht erklären kann oder nicht erklären will, wie es funktioniert, dass man einfach sagt, das ist Magie. Das funktioniert einfach. Also das ist einfach der Punkt. Das basiert auch auf diesem, basiert auch auf diesem Gesetz, Clarke-Strottes Gesetz. Ne, das ist genau dieser Aspekt, dass man eben sagt, wenn es so komplex ist und es funktioniert, dann ist es Magie. Da gibt es auch eine lustige Erzählung im Jargon-File, quasi als Anhang zu diesem Begriff, zu der Begriffsdefinition Magic, wo der Autor, glaube ich, dieses Jargon-File, der damalige Autor, erzählt, wie er am MIT so einen PDP-10-Rechner gesehen hat im Labor und an dem Rechner war ein zusätzlicher Schalter angebracht. Der war wirklich so draußen dran gepackt, so ein Kippschalter, und der war beschriftet. Hatte zwei Stellungen und beide Stellungen waren beschriftet, die erste mit Magie und die zweite mit mehr Magie. Und der Schalter stand auf mehr Magie und das war noch keinem aufgefallen. Er hat dann die Hacker, die da so in der Nähe waren, gefragt, warum der hier so einen Schalter hat und konnte ihm keiner sagen, was der bedeutete und was der machte. Und er hat dann einfach aus Spaß mal den Schalter auf Magie umgelegt und der Rechner ist abgestürzt. Das war dann erstmal, konnte sich keiner erklären, warum. Die anderen kannten ja halt den Schalter auch gar nicht. Und dann hat man den Schalter wieder zurückgelegt auf die Ursprungsstellung und hat den Rechner wieder hochgefahren und der lief wieder. Und es musste ein paar Wochen oder Monate später gewesen sein. Da war der Autor dann nochmal vor Ort und hat Richard Greenblatt, der da ein Langzeithacker am MIT war, gefragt, ob er denn wüsste, was das mit diesem Knopf auf sich hätte. Und meinte, nö, ist ihm noch nicht aufgefallen. Und sind sie dann da runter und haben den Rechner aufgemacht und haben geguckt und es war tatsächlich an dem Schalter irgendwie ein Kabel dran, aber nur ein Draht quasi war dran, es waren nicht mal zwei. Und das dürfte ja elektrisch gar nicht funktionieren eigentlich und der Draht verlief dann irgendwie so in dieses Knäuel von Kabeln, was da sowieso im Computer vorhanden war. Und naja, also man konnte sich nicht so richtig erklären, was der für eine Wirkung haben sollte, weil es war ja irgendwie nicht so richtig angeschlossen. Und dann hat er kurzerhand, der Richard Greenblatt, abgeknipst den Schalter und hat den Schalter abgenommen. Und
und der Computer lief einfach weiter. Und bis heute ist im Grunde nicht wirklich erklärt, warum dieser Schalter da dran ist und vor allen Dingen, warum der Rechner abgestürzt ist, wenn man diesen Schalter umgelegt hat. Es gibt zwei, drei Erklärungen, die man gerne im Jargon-File nachlesen kann. Es hat ein bisschen was mit Erdung und so zu tun, dass das möglicherweise daherkommt, aber so richtig weiß man es nicht und deswegen wird heute immer noch behauptet, dass es eben Magie war. Und das sind halt so Geschichten, die einem natürlich so ein bisschen erstmal so ein bisschen Anekdoten liefern, aber dann natürlich auch so einen Einblick in die Kultur und in das Verständnis von Technologie, wo man dann natürlich auch alles das Verständnis, wie wir es heute durchaus immer noch in der Hackerkultur haben, von ableiten kann. Was wir aber auch, und das wäre das zweite Artefakt, was relativ bestimmt ist, was wir auch im weltweiten Netz wiederfinden. Ich habe hier mal zwei Grafiken drin. Das erste ist das Original ARPANET von Dezember 1969 mit vier Knoten. Ich glaube, das war in Los Angeles zwei oder drei Schulen und die Universität von Utah, die da verknüpft waren mit dem ARPANET. Quasi der erste Ansatz von Vernetzung. Und auf der anderen Seite, das zweite Bild ist die Map of the Internet von XKDC. Da wird quasi die Menge der IPv4-Adressen von 2006 angezeigt und welche Adressen wie vergeben sind oder belegt sind. Wie wir mittlerweile wissen, ist die Liste der IPv4-Adressen ja aufgebraucht. Es gibt keine mehr, beziehungsweise es waren keine mehr zur Verfügung, weil man von dieser Größe natürlich irgendwie nie ausgegangen ist, wenn man so anfängt. Und deswegen haben wir mittlerweile ja dann schon die IPv6-Adressen, die ein bisschen mehr Platz bieten. Mal gucken, wie lange die reichen. Wichtig zu sagen ist eigentlich hier nur, dass wir also in relativ kurzer Zeit diesen sehr starken Wachstum des Internets, also das ist ja quasi der Ursprung des Internets, haben und dass mit diesem Wachstum erstmal des ARPANETs und später des Internets natürlich auch diese Kultur, also die Leute, die daran gearbeitet haben, die ja hauptsächlich auch in der Hackerkultur zu verorten sind, dass die natürlich bestimmte Designaspekte ihres Netzwerks nicht nur anhand von technischen Grundlagen festgemacht haben. Es musste natürlich funktionieren, es sollte ausfallsicher sein und so weiter und so fort. Aber dass das natürlich auch so ein bisschen ideologische Gründe mit drinne hat. Also einfach die Art, die Idee der Dezentralisierung beispielsweise ist natürlich auch irgendwie ein politischer Akt, wenn ich sage, es gibt kein Zentrum in meinem Netzwerk. Einmal natürlich, weil es funktional nicht besonders sinnvoll wäre, aber weil es durchaus auch in unserer Kultur so üblich ist, dass da keiner irgendwie die Mitte darstellt, sondern weil wir eben dezentral verteilt sind. Und diese Aspekte kann man halt im Internet zum Teil zumindest immer noch wieder finden, weil ja auch quasi diese Kultur immer noch an der Weiterentwicklung beteiligt ist. Da werde ich aber nochmal später auch drauf eingehen. Versuche jetzt so ein bisschen den Übergang zu machen in die Gegenwart. Die Hackerkultur hat sich eigentlich relativ gesund in Amerika erstmal entwickelt von den 60er, 70er Jahren an. Levy zeigt in seinem Buch als allerletzten großen Hacker diesen Herrn hier an, Richard Stallman, der Gründer der Free Software Foundation ist immer noch und 85 die gegründet hat und von eigentlich die Idee ursprünglich war, dass er quasi Software zur Verfügung stellt, die frei sein sollte. Frei nicht nur im Sinne von kostenlos, wie immer wieder gern gesagt wird, sondern frei im Sinne von transparent, offen, verfügbar, ohne Einschränkungen. Daraus sind die relativ bekannt, die GNU-Tools und eine Menge von Softwarebeiträgen entstanden, die heute noch im Linux-Bereich verwendet werden. Linux wiederum ist ja später dazu gekommen, war dann von Linus Torvalds die Entwicklung. So dass man, wenn man sagt, Herr Stallman ja auch immer gerne wieder, dass man eigentlich von GNU-Linux sprechen müsste und nicht einfach nur von Linux sprechen darf. Was aber halt wichtig ist, dass er quasi so als der letzte, wenn man diesem Bild folgen will, der letzte große Hacker, nochmal diesen Impuls gegeben hat für eine Institutionalisierung dieses Hackergedankens und dieser Hackerethik in einer Organisation und auch in einer Form von Software. Denn zu der Zeit, wo er das gegründet hat, war das Problem, dass es also sehr viel proprietäre Software gab und man eben da überhaupt nicht mehr diesen Hacker-Aspekt hatte, dass man eben nicht mehr reingucken konnte, dass man nicht gucken konnte, wie das System funktioniert, dass man es nicht auseinanderfriemeln konnte, dass man nicht was Neues bauen konnte, dass man es nicht reparieren konnte, wenn es kaputt war. Und das war genau der Aspekt, der
der ihm missfallen hat, und daraufhin hat er die Free Software Foundation gegründet, die ja auch lange Zeit dann erstmal nur dafür verantwortlich war, neue Software zu machen, und mittlerweile aber, weil diese Idee sich ja doch wieder ein bisschen verteilt hat, so ein bisschen eine, ja, administrative Funktion auch hat. Um noch ein bisschen bei der Hackerkultur im engeren Sinne zu bleiben, die hat sich natürlich weiterentwickelt. Einmal hat sie sich natürlich verbreitet, das muss man sagen. Die amerikanische Hackerkultur hat sich natürlich dann irgendwann mal rübergeschwappt, und diese Idee offener Technologie und freier Technologien ist auch an anderen Orten aufgegriffen worden. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich die Welt übersät ist mit Hackern, die sich selber quasi als zugehörig zur Kultur auch entsprechend organisieren. Und dieser Kern der Hackerkultur ist also erhalten geblieben. Man kann auf der ganzen Welt sogenannte Hackerspaces besuchen, wenn man Hacker ist, üblicherweise. Sonst wird es schwierig. Und das ist ein Foto von der Seabase in Berlin, aber es gibt eigentlich in jedem, also definitiv in der gesamten ersten Welt und eigentlich auch in so ziemlich Entwicklungsländern, Schwellenländern auch immer wieder diese Ecken. Da gibt es eine sehr schöne Karte, glaube ich, die ich, weiß nicht, ob ich die verlinkt habe, auf alle Fälle. Das ist also ein Aspekt, der sich sehr weltweit verbreitet hat. Man muss einfach feststellen, dass der Kern dieser Hackerkultur natürlich, sagen wir mal, immer noch eine Subkultur und eine Teilgruppe ist. Man würde nicht behaupten, dass die jetzt irgendwie Teil der Mainstream-Gesellschaft oder so geworden sind. Aber durch diese Technologien, die sie mitbestimmt haben, hauptsächlich natürlich das Internet, haben sie durchaus einen Einfluss ja, eingenommen auf gesellschaftliche Entwicklungen in den letzten 30 Jahren. Und da versuche ich ein bisschen so einen Überblick zu geben. Das eine ist natürlich, dass Hacker sich organisiert haben, das habe ich schon gesagt. In Deutschland wird zumindest angenommen, dass immer, wenn man irgendwie technische Fragen hat, fragt man die Leute vom CCC. Das ist eine Form, die, sagen wir mal, in Deutschland sehr prominent ist, aber in der Tat sind die weltweit natürlich unterschiedlich organisiert. Fakt ist aber, dass sie sich organisiert haben. Das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinweisen will. Dass es also quasi ein Interessen, erstmal ein Selbstverständnis von Hackertum gibt, das auch ausgedrückt wird in Form von Regeln, wer dazugehört, wer nicht dazugehört, was man machen kann, wenn man Hacker ist, und was man nicht machen darf. Da gibt es Regeln, die teilweise ein bisschen abgeleitet sind von der Hackerethik, aber die einfach aufgrund der Organisation der Kultur ja nicht überall quasi zentralistisch befolgt werden, sondern die eher so eine Art von Richtlinien sind und die man auch durchaus anders auslegen kann, je nachdem, wo man herkommt. Das Zweite ist eben, dass sie die Interessenvertretung haben, und das Dritte ist, dass eben diese Kultur an sich versucht zu bewahren. Also die Tatsache, dass es eben beispielsweise diese Hackerethik gibt und dass man die auch immer wieder nochmal aufgreift und darauf verweist, dass sie diskutiert wird, das ist ein Zeichen dafür, dass man eben versucht, auch diese Kultur mit in die Gegenwart zu holen. Und das hat ja durchaus auch eine gewisse Brisanz, weil es teilweise auf aktuelle gesellschaftliche Phänomene wieder Rückzug nimmt. Insbesondere die Hackerethik wurde ja zum Beispiel vom CCC auch noch durch zwei Punkte ergänzt, die ganz eindeutig, also nicht unbedingt der Hackerkultur, der akademischen Hackerkultur zu entnehmen sind, sondern die quasi daran gehängt sind und die auch durchaus immer weiter diskutiert werden, weil man nicht so richtig sich einig ist, dass das mit dem Rest der Hackerethik zusammengeht. Deswegen habe ich es auch nicht auf eine Folie gemacht. Das ist also ganz eindeutig, sind das natürlich gesellschaftliche Interessen, die ja jetzt reingepackt werden. Dass die Idee der informationellen Selbstbestimmung, die ja durchaus nicht selbstverständlich ist, die ein bisschen sehr spezifisch deutsch ist, die man in vielen anderen Ländern so nicht in den Gesetzen findet. Die Idee des Datenschutzes, also dass Daten irgendwie was Schützenswertes sind, das ist auch eine Vorstellung, die vielleicht nicht unbedingt der Original-Hacker-Kultur zu entnehmen sind, sondern die jetzt quasi dazukommt, aus diesem auch relativ deutschen kulturellen Bewahrer. Ja, bitte. Ja, also vielleicht historisch gesehen, diese Diskussion oder diese beiden Punkte sind Mitte der 80er entstanden im Rahmen des KGB-Hacks, also als es mit Hackbird und Co. hochging. Genau daher ist das eben so spezifisch deutsch. Richtig. Hätte ich vielleicht noch sagen sollen, meinst du? Ja, gut, Ja. recht hast du. Ja, das ist richtig. Also das hat quasi, wie die anderen Punkte aber auch, quasi konkrete historische Wurzeln, wo man die darauf zurückverfolgen kann. Es geht halt auch weniger direkt um die Tatsache, was das bedeutet, sondern dass man eben da versucht, erstmal nochmal dran zu arbeiten, dass also quasi diese Ethik, da sie ja auch
ein bisschen diffus ist, immer noch in der Diskussion.